So, ich mache mal ein Video auf Deutsch oder zwei, mal schauen, oder drei. Nein, und zwar war im Hubchat die Frage nach dem Kinder Anti-Feedback, und zwar dieses Gerät. Ich erkläre mal kurz die einzelnen Positionen. UB ist so eine Art Bassanpassung, da kann man ein bisschen was einstellen. Calibrate, da kann man das Mikro voreinstellen. Das heißt, man muss, ohne dass der Amp an ist, das Mikro einstecken und so laut spielen, dass diese blaue Leuchte, die man hier sieht, leicht aufleuchtet. Ja? Und Anti-Feedback, dieses Ding ist halt dafür da, da kann man praktisch das Feedback reduzieren. In der Gebrauchsanweisung steht drin, dass man alle Positionen erstmal sozusagen auf 12 Uhr stellen sollte. Und das habe ich jetzt gemacht. Und zum Testen habe ich natürlich nicht irgendeinen Amp, der toll klingt, genommen, sondern habe einen Amp, der auch toll klingen kann, natürlich, aber der schwierig zu handeln ist, weil der einen 15er Speaker hat und relativ laut ist, 45 Watt. So ein 15er ist ja nicht so ideal für Harmonika. Und deshalb gerade so ein Amp, weil ein toll klingenden Amp, da braucht man natürlich das Feedback-Ding auch nicht. Ich werde mal ganz kurz demonstrieren, wie der Amp ohne das Ding klingt. Und zwar mit einem JT30, das habe ich 81 in Hamburg gekauft. Und das funktioniert immer noch und ist eigentlich eins meiner Lieblingsmikrofone. Ich habe mal irgendwann einen On- und Off-Schalter hier unten reingebaut. Ne? Und das war ganz praktisch, wenn man es mal weglegt, dann braucht man hier nur und so weiter. Ne? Ihr wisst Bescheid. Mundharmonika ist eine Crossover in A. Ah, ich mag tiefe Harps, hohe mag ich nicht so gern, aber naja, Geschmackssache. Auf jeden Fall spiele ich den Amp mal ganz kurz und dann werden wir das Anti-Feedback-Ding mal einsetzen und gucken, was passiert. So, Patchkabel raus. Da rein. Der Amp hat nur drei Regelmöglichkeiten, wie man sieht. Also Volumen, Treble und Bass. Ne? Und wie gesagt, ein 15er Speaker. Mal schnell umgedreht das Ding. Kann man ihn sehen? Ja, man kann ihn erahnen. So, da steht er gut. Oder ein bisschen mehr nach da. So, was ist 3/4 Höhen, Viertel und Volumen? Müssen wir uns anpassen. Jetzt fängt er schon an zu pfeifen, wie ihr hört, also der geht relativ schnell los. Ich stehe natürlich auch genau daneben, das ist klar. Er hat eine Einteilung von 1 bis 10, was die Volumen angeht, und ich bin jetzt bei 2. Es geht bis 10, ich bin jetzt bei 2. Mache ich die Höhen ein bisschen mehr auf 3,5 statt 2. Höhen wieder ein bisschen runter. Bass ist auf 8, also 3/4 auf. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber ihr merkt, Fall. Ne? Ich bin jetzt bei 2, wenn ich Bässe ein bisschen rausnehme, kann ich ein bisschen höher, aber dann fängt er auch sofort an, also das Ding ist relativ schwer zu beherrschen. So, jetzt kommt das keiner Anti-Feedback dazwischen. Ich nehme das JT30 raus, das Patchkabel kommt rein, den Amp drehe ich runter, Patchkabel, das Ding, und jetzt muss ich erst kalibrieren. Das ist der mittlere Hebel, die mittlere Einstellung, und zwar muss ich hart spielen und die Lampe darf nur kurz aufleuchten. Das ist es schon. Wenn ich das höher aufdrehe, leuchtet die Lampe die ganze Zeit. Das soll sie also nicht. So ungefähr. So, jetzt habe ich folgende Einstellung. Jetzt bin ich so ein bisschen über 12 Uhr mit der Calibration und 12 Uhr mit dem Anti-Feedback.
Dieses UB-Ding, das habe ich noch nie wirklich benutzt. Das stelle ich immer auf 12. Ich glaube, das macht nicht so viel. Ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, Anti-Feedback steht jetzt auf 12. So, jetzt machen wir den Amp wieder auf 2, wie wir den eben hatten. Also der Sound hat sich schon auf jeden Fall verändert. Jetzt soll es ja Anti-Feedback sein. Das heißt, wir müssten ein bisschen höher gehen. Das gleiche Feedback. Okay, also jetzt müssen wir den Anti-Feedback aktivieren. Das machen wir. Wir gehen hier etwas höher. Ja? Mit dem Anti-Feedback. Und mal gucken, was passiert. Feedback ist weg. Jetzt müssen wir aber den Amp noch lauter kriegen. Das heißt, wir machen den Amp jetzt auf 3 statt auf 2. Da pfeift. Also müssen wir das Anti-Feedback wieder etwas höher machen. Und wie ihr jetzt merkt, geht der Amp viel lauter als vorher, aber klingt auch relativ metallisch. Und das ist jetzt eine ziemlich knifflige Sache. Man kann den Amp auch gut klingend machen, aber man muss relativ fein justieren. Also das war jetzt von mir ganz grob nur eingestellt. Ja? Also der Amp rauscht und jetzt hat er schon richtig viel Power. Wir können noch mal ein bisschen nachregeln. Wir gehen einfach mal auf 2,5, ein bisschen weniger. Regeln am Anti-Feedback ein bisschen zurück, dass es nicht ganz so Noise-Gate-artig klingt. So, jetzt fängt es schon wieder an zu brummen, wie ihr hört. Ich kann auch ein paar Bässe rausnehmen. So, jetzt ist so die Grenze. Das wäre so ein Sound. Ich weiß nicht, ob man ihn mag oder nicht. Auf jeden Fall, ja, das wäre so ein Soundbeispiel. Jetzt stöpsel ich mal ganz schnell ein 707 ein. Mit einer... Originalkapsel. Und zwar dieses hier. Und ihr merkt, die Kapsel oder das Mikrofon hat unglaublich viel Output, mehr als das JP30. Jetzt müsste man wieder nachregeln. Und zwar bin ich jetzt bei 2. Es brummt schon. Ich nehme ein paar Bässe raus und mache jetzt das Feedback wieder ein bisschen höher. Jetzt gehe ich auf 2,5. Jetzt müsste ich natürlich auch die Calibration etwas runternehmen. Okay. So, mal gucken, was passiert. Nicht viel. Also wie gesagt, der Amp ist relativ schwer zu beherrschen. Und die Einstellung ist jetzt ungefähr so mit dem 707. Was viel mehr Output hat. Okay, zum Abschluss gehe ich nochmal direkt mit dem 707 in den Amp. Und wie ihr seht, der Amp mag dieses Mikrofon überhaupt nicht. Obwohl es eins der besten Mikros ist, wie gesagt, wird The Holy Grail. Aber damit kommt er nicht klar. Das hat ihm zu viel Power.
und der pfeift eigentlich sofort. Das Aesthetic ist eigentlich für den Amp ein bisschen besser, weil es nicht so hoch aussteuert. Ja, ich hoffe, das war eine kleine Demonstration von dem Anti-Feedback. Der Amp ist relativ schwierig gewesen, sodass wahrscheinlich, aber darum geht es ja. Ich meine, gut klingende Amps, da braucht man das Teil auch nicht. Ja, also es ist eher so, dass wenn man irgendwo hinfährt, das Ding mitnimmt und man kann den Amp halbwegs beherrschen. Alles klar? Ciao!